So, und da bin ich auch schon wieder. Hab nur mal kurz einen Schluck getrunken. So, dann werde ich mal noch ein Darlehen abbezahlen. Sehr gut. Ja. Genau, dann läufst du dahin. Du läufst. Ich lasse die jetzt auch erstmal wieder in der 25er, aber werde die wieder. Oder stelle ich die doch direkt in die 50er? Hier unten sind 43, hier sind 48, 49. Ich lasse die hier unten in der 25er. Hier oben Patan habe ich mir noch geholt. Dann laufen die dahin und der läuft ganz einfach hierhin. So, wenn der wieder da ist, schaue ich auch da noch. Aber erstmal wegen der Überdehnung schauen, dass wir das alles gekurbt bekommen. Sehr gut. Ja. Nicht, dass es mir so geht wie das eine Mal, was noch gar nicht so lang her ist. Ja. Ach ja, Diplomat ist angekommen. Genau, dann würde ich hier. Oh, haben die schon aufgekündigt. Gut, 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 gut. Das ist sehr gut. Ja. Wie viel Geld? 56,5. Sehr schön. Russland. Oh, ja gut. Böhmen macht Preußen fertig. Ja, gegen wen kämpft ihr? Preußen gegen Böhmen und die Pfalz. Und ihr Preußen, Magdeburg und Dithmarschen. Okay. Ist in Ordnung. Ach ja, dann kann ich auch meine Forts. Nee, kann ich doch nicht alle. Das hier unten würde ich mal noch anlassen. Was soll das denn? Wollte doch eigentlich nur hier hin. Ausmachen. Und ausmachen. Und ich habe gerade gesehen, das hier ist eine Goldprovinz. Wie weit bin ich denn da? Okay, ich bin im Hintertreffen. Nee, 15% Steuereinnahmen global zu verlieren, kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Äthiopien könnte ich jetzt angreifen. Neuer Gemahl 3, 5, 4, ja. Ich glaube, die Musik ist für meine angeschlagene Stimme etwas zu laut. Ah, ist doch schon besser. Zumindest bei mir. Ja. Sehr schön. Konvertieren. Was werden wir denn konvertieren? Also auf jeden Fall die hier. Die. Die und die. Auch wenn es drei hinduistische Provinzen betrifft, aber das ist mir jetzt gerade relativ. Da war's hier, wie viel? Okay, bei plus 200. Mann, der Hals geht mir auf den Keks. Und ich werde heute auch nur noch diese eine Folge aufnehmen. Weil am Anfang hat das ja alles noch relativ klar geklungen. Und jetzt klingt's wie so ein sterbendes Tier gefühlt, also zumindest für mich. Okay. Ach Mann, ey. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. Oh, sonst kommen wir hier auf gar keinen grünen Zweig mehr.
Oh. Oh, sehr schön. Religion in Dabol ist sunnitisch geworden. Wo auch immer Dabol ist. Dabol, Dabol, Dabol. Naja, gut. Kann mir eigentlich auch relativ egal sein. Außer es ist eine von meinen. Wie war das? Pause. Oh, jetzt muss ich erstmal abbrechen. Pause, ja. Okay. Dann ist er halt gestorben. Einheitenlimit-Armee brauche ich nicht. Aber den einer Berater nehme ich trotzdem gern mit. Ja, jetzt stimmt nur das Einheitenlimit nicht mehr. Es ist aber wahrscheinlich trotzdem bei über 350. Dann wollte ich mal noch mein Darlehen abbezahlen. Sehr gut. Ja, und mittlerweile habe ich natürlich auch schon den Namen wieder vergessen. War das Dunder? Nein. Es war aber irgendwas mit D. Die? Nee. Ah. Es muss ja irgendwo was hier gewesen sein. Ich weiß nur noch, dass es irgendwas mit D war. Naja, was soll's. Irgendwas wird schon gewesen sein. Ja. Wie viel kostet mich eigentlich gerade meine Armee? Ach so, 123 Dukaten im Monat. So. Ja, dann kostet mich die Korruption auch wieder weniger. Ja. Okay. Ja, deswegen war ich jetzt gerade so leise, weil ich gucken wollte, ob da nicht wieder jemand singt. Ja. Kopf krabbeln. Ja. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Um nicht zu sagen, um Jahre. Ja. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was das hier ist mit den... Keine Ahnung, wo ich hier Maklerbüro in so einen Scheiß bauen kann. Das habe ich nicht rausgefunden. Keine Ahnung. Fragt mich was Leichteres. Ich weiß es wirklich nicht. Nicht mal, wenn ich hier auf Tata gehe und... Oder auf irgendeine Provinz, wo ich vielleicht noch einen Bauslot frei habe. Ich weiß es einfach nicht. Das sind ja die ganz normalen. Ich habe keine Ahnung. Naja. Oder gibt es da noch irgendwie irgendwo Provinzgeschichte? Okay. Geht halt durch. Sehr schön, Kernprovinzen. Salz. Ach so, hier sehe ich nur. Gut. Okay. Wieder zum Umschlagplatz. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ja. Ja, machen wir doch wieder gut Geld. Muss ja nur noch für 0,09 das ausrotten. Was mich immer noch 6,87 Dukaten monatlich kostet. Aber okay.
Könnte ich machen, aber ich würde gern erstmal hier in Vorsprung gehen, damit ich weniger Korruption zahlen muss. Ja. Oh gut, wir machen wieder gutes Geld. Das ist super. Wie weit ist denn jetzt schon die Institution? Delhi will durch. Ja, gut. Ja. Oh, ist schon ganz schön weit verbreitet bei mir. Die Technologie, die Institution. Und wer ist Technologieführer gerade? Frankreich und Großbritannien sind auf jeden Fall Technologieführer. Ich bin kurz dahinter. Gut. Ja. Mich würde aber gerade noch mal interessieren. Es gehört immer noch dazu. Na gut. Ja. Mann, dieser blöde Hals. Haben wir hier noch Unruhe? Ja. Und ja, das habe ich auch gerade gesehen. Dann wollen wir doch mal unseren Absolutismus weiter steigern. So. Habe ich mir das hier schon ausgewählt? Ja, kostet nur noch die Hälfte, glaube ich. Oder? Genau, nur noch die Hälfte. Gut. Ja. Oh. Entschuldigung. Oh. Oh, super, haben wir konvertiert, sehr schön. Ab wo startet hier unten eigentlich die Handelshausregion? Ach, ab hier unten. Okay. Ja, weiter konvertieren wollte ich. Oder habe ich hier schon sanarische Nationalisten? Genau, die hinduistischen Fanatiker. Danach habe ich gerade geguckt. Dann nehmen wir das hier noch. Sarah Anupia. Suchen wir doch mal danach. Sarah Anupia. Genau die hier. Haben wir. Ist das hier? Nein. Okay. Kein Chor, also. Kein Chor, kein Staat, also kann ich da auch keinen Erlass reinhauen. Okay. Dann lassen wir das wohl mal noch ein bisschen weiter ticken. Das Ganze. Vijayanagara ist mit der Madurai verbündet. Wo auch immer die schon wieder ist. Ja, von mir aus. Die Madurai. Ich habe keine Ahnung, wo die Madurai ist. Dann schauen wir da doch mal nach. Die Madurai. Oh, hier unten. Und Ratanpur ist verbündet mit Delhi, Gara, Andhra und Kathmandu. Okay. Dann wird es auf jeden Fall Vijayanagara werden. Oder auch Vijay-Jay.
Ja. Und zur Sicherheit mache ich mal den hier wieder an. Großartig, sehr schön. Ja. Die Madurai will durch, weil sie gegen Portugal kämpfen. Und Portugal will durch, weil sie gegen Vijayanagara und die Madurai kämpfen. Okay. Wenn es euch Spaß macht, aber durch dürft ihr trotz allem nicht. Sehr gut. Jetzt können wir auch das hier machen. Ja, zahle ich nur noch 0,04. Will ich denn der Weißen, während die dort unten sind, hier angreifen? Ich weiß nicht mal, ob Portugal mitmachen würde. Ja, Portugal würde mitmachen. Und Tugur, aber Tugur ist ja kein Problem. Portugal, müsste man gucken, wie viel Truppen Portugal hat. Militär, Armeen. Portugal 68.000. Okay. Was ich mal noch gucken wollte, ist, wie viel kostet mich das hier? Oh, okay. Na dann. Ich war nämlich auch am Überlegen, ob ich mir nicht einfach noch eine Armee baue, aber das kann ich ja wohl vergessen. Haben wir hier oben überhaupt die? Ja, wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo habe ich meine anderen? Hier. Gut, ihr. Dann teile ich die halt mal auf und lasse die ersten hier hinlaufen. Ne, hier hoch. Und die zweiten lasse ich hier entlang. Einfach mal, ja, ist ja auch egal. Hier. Mist, jetzt habe ich vergessen, die Shift-Taste zu drücken. Hier lang laufen. So. Ja. Ja, Staatsehe mit Davasir. Die Staatsehe mit Davasir, die ist jetzt vorbei. Aber nicht mehr lang. Gut. Bachuch. Okay. Bachuch. Nur exakter Treffer. Huch, ich habe aus Versehen ein X mit rein genommen statt ein C. Ist es eine von meinen Provinzen? Ja, ist es. Sehr gut. Dann können wir das auch zum Handelshaus hinzufügen. So. Meine Missionare sind immer noch da dran. Okay. Blöder Hals. Wie JJ will durch wegen Portugal. Aber Portugal ist ja bei denen noch nicht mal annähernd gelandet. Böhmen hat mich rivalisiert. Ja, wow, wer hätte es gedacht? Oh, und meine Unterstützungen sind ausgelaufen. Und mir krabbelt die Nase und mir ist wie niesen. Ja, klasse. Monopolcharters. Habt ihr noch irgendeinen? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wegen 1%. Naja, gut. Hilfe des Klerus. Kein temporäres Minus, aber ich kann mir auch keinen weiteren holen. Machen wir so. Die Ymera. Ihr irgendein temporäres Minus, ja, 10%.
Gut. Machen wir es so. Und 150 militärische Hilfe, bitte. Dankeschön. Ja. Dann lassen wir die einfach erstmal ein bisschen laufen. Die Zeit und die Armeen. Ja. Entschuldigung, da nimm mein Hals halt. Ich weiß nicht, was heute mit dem los ist. Aber den Krieg gegen Tunesien, den werde ich auch nicht mehr heute führen. Oh, noch mehr Frontbreite, ja, wow, wie viel? Zwei. Also wären noch zwei Infanteristen dabei. Klasse. Also wären dabei, naja. Welche haben wir denn jetzt? Ach, Mörser, okay. Kuhorn-Mörser. Ja gut, dann Gefechtsbreite. Wie breit war die jetzt nochmal? 36, genau. Das heißt, ich baue hier noch zwei von denen und ich will hinten immer genau die Hälfte voll haben. Also noch eine von denen, zwei hiervon und eine von denen. Und so müsste man das eigentlich immer machen, wenn man genügend Geld hat. Also zumindest vorne. Hinten müsste man eigentlich auch noch mal jetzt auf 36 erhöhen, aber gut, komm. Ach, warte mal, wenn es die halbe ist, dann müssen wir das so machen. Ich habe jetzt welche ausgewählt. Jedenfalls war das die. Ja, die habe ich jetzt ausgewählt auf 18. Ja, hier noch. Ja, immer schön die Hälfte von der gesamten Gefechtsbreite haben. Also will ich jetzt zumindest. Mann, der Hals geht mir auf den Keks. Das heißt also noch zwei Infanteristen und zweimal hier. 16,18 ist hier genauso, hier auch. Dann werden wir hier noch zwei und zwei reinbauen. Genau. So, und dann warte ich jetzt nur noch auf die hier. Oh Mann. Okay, Moment. Oh, die wollen alle hier rein. Nur so. Sollen sie in mich reinlaufen, ist mir auch relativ. Oh, die laufen gar nicht in mich rein. Gut, dann ist es ja umso besser. Was sollen sie woanders belagern? Die sind immer noch nicht da. Meine Güte. Na komm, lauf weiter. Sehr schön. Ja. Gut, hier werde ich das. Da wollte ich gerade pausieren. Tripolitanien ist mir so egal. Aber dann kriegt er jetzt noch einen hiervon. Und er bekommt noch einen hiervon und einen hiervon. Gut. Und dann werde ich aber auch die wieder aufteilen, weil dafür habe ich eigentlich auch nicht genügend von dem Zeug. Also hier, Versorgungslimit, wollte ich sagen. Oh nein. Naja, gut. Was soll's? Was? Oh, Leute. Es ist jetzt nicht euer Ernst. Meine Fresse. Müssen wir uns halt auch noch darum kümmern. Und dann werden wir wohl mal hier das Ganze machen. Und man sieht schon, ich könnte, wenn ich 20.000 Dukaten hätte, den Suezkanal bauen. Und dann könnte ich auch mit meinen Schiffen, mit meiner Flotte hier direkt durchfahren.
Aber gut. Ja. Und Schiffe upgraden wäre vielleicht auch mal noch eine Option. Wo wir gerade dabei sind. Oh, 113 Dukaten mache ich wieder. Naja. Machen wir mal noch zwei. Bauen wir mal noch zwei Schiffe. Ja, und sobald hier unten alles soweit fertig ist. 17,9. Da fehlt noch eine Kanone. Und hier genauso. Ja, Steuereinnahmen bitte. Gestaffelt, aber nur für ein Jahr. Nee, lass mal. Nehmen wir sofort. Ja. Gut. Portugal dürfte hier in Europa und Nordafrika nicht stark vertreten sein. Dafür werden sie aber eventuell hierhin fahren irgendwo. Naja, sollen sie mal machen. Ja, die stehen immer noch dort. Aber ich würde mal sagen, ich beende die Folge jetzt, weil... Naja, ihr hört's, mein Hals. Macht einfach nicht mehr länger mit. Ja, dann wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag. Und wir hören uns dann morgen. Sagt Tschüss, euer Mr. Barker.